Und das Thema Corona bewegt auch die Börse. Die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna verlieren heute 18 bzw. 20% an Wert. Und der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer wiederum kann fast zeitweise um die 10% zulegen. Sami Ibrahim aus unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Was ist denn da los? Pfizer hat angekündigt, einen Antrag auf eine sogenannte Notfallzulassung in den USA zu stellen, und zwar für ein Medikament, das sie hier an der Börse als Gamechanger, als möglichen Gamechanger, also den Wechsel in diesem Spiel bezeichnen. Denn dieses Medikament hat eine Wirksamkeit laut Pfizer von über 80% bei der Mäßigung der Schwere von Krankheitsverläufen bei Corona und bei der Verhinderung von Krankenhauseinweisungen auf die Intensivstation. Und das wäre in der Tat etwas, wo man ja darauf wartet, dass also solche schweren Krankheitsverläufe eben nicht mehr auftreten können, selbst wenn sie auftreten, eine Corona-Erkrankung da ist, dass dann eben solche schweren Krankheitsverläufe behandelt werden könnten und die Menschen gar nicht mehr so sehr erkranken, dass das Gesundheitssystem in Gefahr gerät. Entsprechend BioNTech und Moderna unter Druck. Das gab im Vorfeld ja schon Zahlen von allen Unternehmen, und da wurde dann eben auf Moderna und BioNTech gesetzt. Man hat eben darauf gesetzt, dass diese beiden mit den Impfstoffen weiterhin sehr viel Geld verdienen, und Pfizer nun aber eben mit dieser neuen Nachricht ist quasi der Gewinner des Tages. Grundsätzlich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt auch besonders gut. Der DAX war heute noch einmal auf Rekord. Der hat im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch feststellen können. Bei 16.054 Punkten steht er jetzt zum Handelsschluss in dieser Woche, also 0,2% im Plus auf die Woche gesehen. Allerdings ist es ein sehr deutliches Plus von über 2%. Man ist hier nach wie vor guter Stimmung, dass es zu einer möglichen Jahresendrallye kommen könnte. Vielen Dank, Sami Ibrahim, an die Frankfurter Börse.